unser Ziel ist es eigentlich, das Schwimmen im Donaukanal, was eben möglich ist, so zu gestalten, dass es für die Leute sicher ist, dass die Leute Spaß dabei haben und dass wir die Leute auch aufklären, was es erfordert, im Schwimmverein, also im Donaukanal zu schwimmen. Also das ist viel ganz persönliche, individuelle Arbeit irgendwie und macht aber total Freude, weil es irgendwie so unterschiedliche Menschen miteinander zusammenbringt. Ah, geil! Die Frage, ob das erlaubt ist, im Donaukanal zu schwimmen, ist eine der würde ich sagen, drei Hauptfragen, denen wir begegnen, wenn es darum geht, das ist doch irgendwie komisch oder unerwartet, wenn jemand hier im Donaukanal schwimmt. Es ist nicht verboten, im Donaukanal zu schwimmen. Es ist aber halt auch nicht sehr erwünscht momentan. Also in dem Sinne, dass natürlich, wenn das eine offiziell zertifizierte Badestelle wäre, dann wäre die Stadt Wien, hätte da auch bestimmte Verantwortungen. Im Donaukanal muss man viele Dinge beachten eigentlich. Es geht darum, dass man zunächst einmal als Wichtigstes vielleicht die Fahrpläne checkt. Es gibt hier regelmäßigen Schiffverkehr mit auch sehr schnellen Booten wie den Twin City Liner. Denen möchte man nicht begegnen, wenn man im Wasser ist. Und als nächstes vielleicht auch noch erwähnen, das ist jetzt nicht so, dass man da einen flachen Zugang oder was hätte. Es sind sehr große, geröllartige Steine drinnen, die man immer mitdenken muss beim Reingehen, beim Rausgehen. Also so einfach reinspringen geht auch nicht. Und es gibt noch diverse andere Dinge, die man beachten muss. Es gibt auch Zonen, wo es nicht erlaubt ist, weil die Schiffsanlegestellen zu nah sind. Also im Bereich von rund 100 Metern vorher, nachher geht es nicht. Es ist jetzt nicht so für jedermann wahrscheinlich und jede Frau, aber wenn man ein guter Schwimmer ist, dann ist es eine spannende Sache und es ist ein völlig neues Erlebnis in der Stadt eigentlich. Ich schwimme sehr gerne in der Alten Donau und an anderen Orten und teilweise auch in den Wiener Bädern, die alle großartig sind. Aber der Donaukanal hat den Vorteil, dass er extrem zentral ist, dass es eben ein Fließgewässer ist mit einer Strömung von etwa 5 km/h. Und mit so einem Schwimmsack kann man sich auch einfach nur treiben lassen. Und das ist eine ganz andere Art der Fortbewegung plötzlich. Es ist eine völlig neue Perspektive auf die Stadt. Man spricht ja im öffentlichen Raum nicht so viel miteinander. Aber hier, ich habe noch nie eigentlich erlebt, dass ich mal rausgehe und mit niemandem gesprochen habe. Und ich finde das faszinierend, dass das so ein Gesprächsmagnet ist, wo auf einmal Unterhaltungen entstehen, die ich mir sonst irgendwie nicht so und auch eben Kontakte zu Menschen, mit denen ich vielleicht normalerweise nie ins Gespräch kommen würde. Also das sind alles so Punkte, die am Ende das Schwimmen im Donaukanal irgendwie ja, ganz besonders machen. Wenn man über den Donaukanal spricht, dann geht es halt total oft um eigentlich nicht den Kanal selber, obwohl man ihn als Donaukanal bezeichnet, sondern man spricht über die Entwicklungen im Moment am Donaukanal, aber meint eigentlich die Entwicklungen, die an den Rändern des Donaukanals stattfinden. Und natürlich geht es da ganz viel auch um öffentlichen Raum und wer, also sozusagen sind es konsumfreie Zonen oder Konsumzonen. Und wir wollen halt so gerne irgendwie diesen Raum dazwischen auch noch ins Spiel bringen und nennen ihn auch sozusagen irgendwie so diesen flüssigen öffentlichen Raum und ja, wo so viel Potenzial drin steckt und wo halt die gleichen Fragen eigentlich gestellt werden können. Wer nutzt diesen Raum und warum und wann und wäre das möglich, dass es sozusagen für alle zugänglich ist? Thank you.
das Fluck ist ein sehr vielstimmiges Haus. Das heißt, wir kommen aus der bildenden Kunst. Wir machen regelmäßig hier Ausstellungen und stellen junge zeitgenössische Kunst vor, auch viel im öffentlichen Raum, nützen das ganze Gebäude hier. Da das ja ein idealer Platz ist, weil er extrem stark frequentiert ist. Ich glaube, der Bahnhof ist einer der größten oder meist frequentierten Umsteigeplätze in ganz Wien und sind aber hauptsächlich tätig als Veranstalter oder Produzent von Musikveranstaltungen und haben dann mit dem Klaus Stadtmann, das war unser Architekt und Stammgast im Flug, zusammen das da hier entwickelt und gebaut. Und zum Teil wirklich viel selbst gebaut. Das ist eine Do-it-yourself-Geschichte. Das sind Container. Das ist die billigste Art und Weise, wie man eine Halle strickt. Die sind einfach zusammengekoppelt und eine ehemalige Fußgängerunterführung, wo wir die Stadt überzeugen konnten, dass sie nicht schließt wie alle anderen hier, weil es gab hier mehrere potenzielle Räume, aber den hier haben wir sozusagen transformiert in dieses Kulturzentrum, nennen wir es einmal so. Die Unterführung hat uns insofern interessiert, als wir uns wo anknüpfen konnten, also wirklich was uns interessiert hat. Das ist eben ein leerstehender Raum, finde ich immer spannend, wenn man sozusagen Räume, die es gibt und die Potenziale haben, dass man die da auch wiederbelebt oder in eine andere Richtung transformiert. Das Lustige war, dass wir den ganzen Raum noch gar nicht gekannt haben. Also wir haben sozusagen dort Türen gefunden, haben die Türen dann irgendwann nochmal aufbekommen und haben dann dahinter nochmal 120 Quadratmeter alte Toilettenanlagen gefunden. Das waren öffentliche Toilettenanlagen, die in den 60er Jahren betrieben worden sind. Das haben wir alles händisch ausgeräumt. Das waren leider so Ziegelkojen und Anlagen. Was wir aber nicht wollten, ist sozusagen nur unterirdisch zu agieren, sondern wir wollten auf alle Fälle auch ein architektonisches und künstlerisches Zeichen an der Oberfläche setzen und sozusagen hier in die Öffentlichkeit auch ausstrahlen. Und darum gibt es auch diese Kopfgebäude wie dieses hier und auf der anderen Seite drüben, weil wir uns nicht in den Underground sozusagen runterdrängen lassen wollten. Wir wollen einfach sichtbar und mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Also die Straße über uns hören wir überhaupt nicht. Das ist die Weiterentwicklung der Flaktürme. Es wurde hier unten angewandt. Das muss es eben wirklich halbe Meter Betonscheiben, die da unten verbaut worden sind. Aber an und für sich ist diese Brücke, die wird auch jährlich begutachtet, aber nicht für uns, sondern sozusagen für die, die drüber fahren, in gutem Zustand. Ich glaube, es geht einer Brücke sehr gut, die von unten beheizt wird. Also insofern ist es eine Win-Win-Situation, glaube ich. Ja.
Welcome. It's a picnic. Every Thai people in summer have a picnic is here. Is that everything? You put everything, right? Okay, yeah, and now. No, this one, you put this. First, have pork and chicken, pad thai, cooking and eating. And papaya salad. And salad. English คืออะไรวะ Kinakon เนี่ย Some people have come every day, but I am come here only Saturday, Sunday because I working. Many Thai people have birthday, with their tension, eating. Die Leopoldaueralm war in den 90er Jahren noch die Gulaschhütte, war so ein kleines Jocherl, wo sie die dubiosen Gestalten von Wien getroffen haben. Und ja, nicht allzu selten wurde das ganze Treiben dann durch die Gendarmen beendet, ja, weil da Schlägereien waren, Schießereien, Messerstechereien waren. Also total verruchtes Lokal eigentlich früher. Ne?
Aber ich habe das Potenzial, oder wir haben das Potenzial damals schon gesehen und entdeckt, und wir haben gedacht, aus dem kann man sicher was machen. Ganz kurz gesagt, große Portionen, super Qualität, uriges Ambiente und Gemütlichkeit. Also eigentlich alles das, was der alte Wiener eigentlich heutzutage vermisst. Ja? Wo kann man noch gemütlich bei einem Bier zusammensitzen, ja? Bei einem guten Schnitzel, bei einem guten Schweinsbraten, sogar im Garten rauchen erlaubt. Ja? Also wo gibt es das heutzutage noch? Nicht? Die meisten sind ja alles komplett Nichtraucherlokale. Bei uns darf man im Garten noch Gott sei Dank rauchen. Naja, dieser Einbezug kommt, ja, das Urige, eben durch die Gemütlichkeit auch wieder, nicht? Weil das war auch Skifahren in meiner Jugend viel, und wie gesagt, das ist, mir hat das immer schon fasziniert, ne? In die Alpen, diese Almen und so, ja. Und das Ganze hat sich so ergeben, und wie gesagt, wir haben das immer beibehalten, ja. Also auch beim Umbau haben wir dafür gesorgt, dass dieser alte traditionelle Stil, dieser urige bäuerliche Stil erhalten bleibt, und die Leute fahren drauf ab. Vom Anwalt bis zum Schuhputzer jeder. Ja? Also komplett durch die Bank, vom Herrn Oberkommerzialrat bis zum Herrn Generalsdirektor, über einen Mistkibler, der unser Mist ausleert, bis hin zum Bauarbeiter. Also darum sage ich, wir sind ein Lokal für jedermann. Ja. Bei uns kann einer mit der dreckigen Latzhosen reinkommen. Wir schauen uns auch nicht vor Arbeit, ja, und das ist, da kann sich jeder hersetzen, egal ob grün, blau, gepunktet, gestreift, uns ist das egal. Wie gesagt, Gast ist Gast, und wir freuen uns über jeden, der kommt. Schon, wir haben sehr viele Gäste auch vom Tower. Beim Kicker haben wir unsere Parkplätze gemietet, also da haben wir schon seit Jahren ein gutes Verhältnis mit dem Kicker. Laufhaus, ja, Mädchen kommen essen, auch die dazu entsprechenden Herren kommen essen. Ja, McDonald's stört uns gar nicht, ist egal, das ist wieder ganz eine eigene Schiene. Und wie gesagt, ja, von der Nachbarschaft auch natürlich sehr viele Leute. Ja. Überhaupt aus dem 21. und 22. Bezirk kommen sehr viele Leute zu uns. Naja, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, wie wir das übernommen haben, ja, 1996, da war nichts hier. Ja. Da war von einem Potenzial, also weit und breit, nicht einmal irgendwas zu sehen. Ja. Es war keine U-Bahn-Anbindung, das heißt, die U-Bahn hat beim Rennbahnweg wieder umgedreht. Also das heißt, den letzten 2 Kilometer vom Rennbahnweg daher hast du gehen müssen, wenn du daher wolltest. Es war nur mit dem Auto zu erreichen, es ist kein Bus gefahren, es war kein Kicker da, kein Lutz da, kein Hochhaus, es war nichts da. Nichts. Ja. Also wir haben das damals übernommen, eigentlich, das war Einöde. Ja. Da war nicht einmal noch die Gartensiedlung winterfest genehmigt. Ne. Und ansonsten, es ist halt nicht so eng wie in der Stadt. Ja. Ich sage immer, schau, wenn man gute Schnitzel will in der Stadt, ich würde gerne in die Stadt essen gehen, was mich stört, ist, ich kriege keinen Parkplatz. Ja. Das ist einmal sehr schwer. Jetzt musst du schon mal mit der U-Bahn reinfahren. Ja. Weil, wie gesagt, oder Parkgarage, ne. Die 2 Optionen. Ja. Und bei uns ist es halt doch so, du bleibst da irgendwo um die Ecken stehen oder am Kickerparkplatz oder irgendwo auf einem Parkplatz, ja, und kommst daher und gehst essen und fährst wieder zu Hause. Ne? Und das ist natürlich schon ein Vorteil, ja, gegenüber den anderen Restaurants, die mehr im geballten Zentrum sind. Ne? Wir sind seit 1990 tätig hier an der Wagenheimer Straße mitten in Wien, und wir betreiben eine Bauschutt- und Reststoffdeponie, die wir bis 2040 hier an diesem Standort betreiben werden. Bei uns wird überwiegend Bauschutt entsorgt, Abbruchmaßnahmen der Stadt Wien, plus die Rückstände der Verbrennung. Vom Privaten, der einen Kofferraum voll Schutt hat oder irgendwelche Fliesenreste, bis zum LKW, die Großbauvorhaben abwickeln. Jedes Material wird per Gutachten kontrolliert. Bei der Waage, beim Labor
was kann auf die Deponie kommen, was wird, was ist erlaubt, was ist nicht möglich. Alles geschaut, dass der Jörg zu keinem Problem kommt. Nachdem wir Altlastsicherung mit Wiener Dicht- und Kammersystem sind, haben wir Wasserüberschuss. Das heißt, bei uns herrscht ein Mikroklima, das womöglich in anderen Stadtgebieten nicht herrscht. Dadurch haben wir neben dem fruchtbaren Boden, denn wir haben eigentlich ein sehr gutes Wachstum und sehr guten Baumbestand. Ich glaube, dass gerade bezüglich Nachbarschaft die Leute sehr zufrieden sind mit dem Klima, das wir hier produzieren. Anfänglich waren wir ziemlich allein hier. Allerdings, wie wir dann begonnen haben, das zu sanieren und zu bauen, und wie auch die Gründe Richtung Norden von Wien immer mehr wert geworden sind, inklusive der Infrastruktur der U-Bahn, haben wir gemerkt, dass die Leute eher zuziehen. Also was dann das nächste Problem auslöst mit Nachbarschaften, die zu so einem Deponie hinziehen, ist ein Deponiebetrieb hinziehen, wird es natürlich nicht einfacher. Aber wir haben es ganz gut im Griff, dass wir mit der Nachbarschaft ein gutes Auskommen haben. Also wir haben immer wieder Nachbarschaftsfeste gemacht, auch Begegnungszonen, dass wir mit den Nachbarn ein gutes Einvernehmen haben. Einige kommen zu uns, weil sie einen Kaffee trinken wollen. Und ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis. Alle kenne ich nicht. Naja, also das Langefeld hat eine Sonderwidmung. Also es ist unmöglich, das jetzt in ein Bauland zu verwandeln. Also wir sind und bleiben eine Sondernutzung respektive Deponie. Wir sind im Wiener Grüngürtel eingebunden. Das heißt, es muss auch bewaldet werden und begrünt werden. Und so sich die Gesetzeslage nicht ändert, wird es auch so bleiben. Also es gab schon mehrere Ideen, vom Windpark über Photovoltaik, Golfplatz, Skisprungschanze. Wir hatten bis zum Friedhof schon alle möglichen Vorschläge. Ich nehme mal an, dass bis ins Jahr 2040 dieser Betrieb so bleiben wird, wie er ist. Er wird höher werden, es wird mehr abgedeckt sein. Aber das Hauptproblem ist die gesetzliche Vorgabe. Also sprich, es sind die Richtlinien der Vorgaben seitens des Ministeriums, was mit so einem Standort passieren kann. Wir sind für alles offen. Wie gesagt, was sich in 40 Jahren tut, kann ich schlecht beurteilen, aber ich nehme mal an, es wird ein grüner Hügel werden, der so bleibt, wie er ist. Blame for me, I'm blue.